kitzeln wir heute raus. Auch wenn du grad in der Bahn sitzt, dein Host wünscht sich von dir jetzt Applaus. Hier ist Michael. Ja, ihr habt es gehört, hier ist er. In dein Ohr, so wie es gehört. Macht Lärm für Alter. So, hallo Freunde. Hier bin ich und hier ist er. Hallo Basti. Du bist schon im Bild. Ja. Vor allem, wenn mein Gast das sich selber schon alles anhören muss, das ist immer der große Spaß daran. Ich hatte dich schon wieder gemutet. Ich hasse es. So, jetzt bist du zu hören. Oh, ihr habt meinen brillanten Marc Maron-Joke verpasst am Anfang. Schade. Lock the gates, sag ich da. Ja, nein, es ist nicht so, dass ich jetzt eine halbe Stunde von meinen Katzen spreche. Ich habe vor allem mich entschieden, dich direkt zu zeigen, weil eigentlich ja bei Warum Comedy du die Anmoderation übernimmst. Herzlich willkommen zu Warum Comedy, der Twitch-Chat, die Twitch-Chat-Edition. Ich habe keine Ahnung, wie viele Zuschauer wir haben oder ob irgendwer was schreibt. Ich habe nur Michi vor mir. Dementsprechend hallo an alle, die da sind oder nicht sind. Ja, also wir haben einen Zuschauer, der sich zu erkennen gibt, der eine Nummer da lässt. Der eine Nummer da lässt? Ja, ja. So nicht. Darf man das überhaupt? Wird man da nicht gebannt dafür? Nö, es würde gebannt werden, wenn du andere Leute nötigst, die Nummer zu geben. Nee, also wir haben eine Zahl von 1 stehen. Allerdings habe ich jetzt neulich gelernt, dass das sein kann, dass das nur die Zahl der angemeldeten User ist. Das heißt, wenn jemand unangemeldet zuguckt, dann wird der nicht aufgeführt. Das erkläre ich mir, um nachts zurückschlafen zu können. Deswegen muss man sich mal anmelden. Überall, wenn man Twitch anschaltet. Am besten beim Amt anrufen. Meldet euch überall an, wo es geht. Genau. Beim KVR. Immer mit Klarnamen. Und immer Bescheid sagen, ob man uns gut hören kann. Das ist nämlich nach wie vor meine Panik. Hallo Basti. Hallo Michi. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Wir haben uns... Komisch auf Twitch zu sein. Ich dachte, wir spielen eine Runde Among Us heute. Ja, das ist aber zu zweit immer relativ langweilig. Alternativ hatte ich auch noch einen Hot Tub bestellt. Ich habe gehört, das ist die Twitch-Meta. Ich bin ein bisschen mehr drin in dem Thema, als ich mir selbst als erwachsener Mann gerne zugestehen wollen würde, um ehrlich zu sein. Als ich, weil ich nicht weiß, was du mit einem Hot Tub meinst. Ich weiß, das ist doch das Ding auf Twitch. Hot Tub Streamer, kennst du das nicht? Wo in Jacuzzi sitzen? Oder? Ja, genau. Sehr gut aussehende Frauen sich in den Jacuzzi setzen und dann, wenn Leute subscriben, dann schreiben die Usernamen so auf ihren Arm oder auf ihren Hintern oder wo auch immer hin. Okay, und die machen Milliarden von Dollar, sage ich dir. Also, wenn du irgendwann mal Geld benötigst, und ich würde sagen, dass du einen Hot Tub Buddy hast. Du hast einen Jacuzzi Buddy. Naja, ich hab auch zugenommen. Nicht auch, ich habe zugenommen. Ja, danke. Danke, ja. Michi, für die Aufmerksamkeit. Nein, du hast sie abgenommen, deswegen, das wollte ich ja damit gesagt. Ja, ich habe erst sehr viel zugenommen allerdings und dann jetzt wieder langsam abgenommen. Deswegen seht ihr mich ja auch in meinem dreckigen, angeschwitzten Coldplay-T-Shirt, das mir nicht mehr passt, weil ich direkt vom Basketballspielen gekommen bin, weil ich komplett verplant habe, wann wir uns hier treffen für den Twitch-Stream. Ich hatte keine Ahnung mehr. Es war gut, dass du mir nochmal geschrieben hast. Sehr gut. Ja, nee. Ich fand es auch gut, dass du immer nur ja, yes geantwortet hast. Ich habe keinerlei Informationen ausgetauscht, einfach nur ja. Du, für mehr Worte in Antworten bei WhatsApp muss man mittlerweile bei mir zahlen. Das ist eine Unlock, weil ich habe gemerkt, dass mich das so viel Energie kostet, wenn ich mehr als einen halben Satz schreiben muss. Deswegen ein Wort antworten, außer du spendest mir einen Euro. Und im Prinzip ist das ja auch das Prinzip von Twitch, oder? Also, das stimmt. Spende mir Geld, da bekommt ihr mehr als ein, zwei Sätze. Sehr gut. Oh, schreibt uns jemand. Oh. Sexy, beide. Denk mal drüber nach. Und ich sehe gerade, dass der Chat hier im Ding sehr klein ist. Den machen wir mal schnell größer. Hat die Person das Denk mal drüber nach auch geschrieben oder hast du das hinzugefügt mit deiner redaktionellen Power, die du hier besitzt? Ja, ich hätte noch laut Anme de Riddick dazu sagen müssen. Mhm. Ja. Soll ich hier meinen Upkit-Joke machen, der immer bombt überall? Soll ja, ich den aber hier kurz machen? Hier merkst du es nicht, ob er bombt. Das ist eigentlich eine gute Methode, um seine schlechten Jokes irgendwo loszuhören. Warum ich jetzt hier bin? Naja, ich habe in der Zeitung gelesen, da stand Red und dann in Klammern Abke. Das ist eine Abkürzung, ist für die Redaktion. Und dann dachte ich mir, eigentlich müsste doch hinter dem Abke nochmal Abke stehen, oder? Und dann hinter dem Abke nochmal Abke. Und dann hinter dem und dann... Mhm.
Ja. Hat nie funktioniert, der Joke. Ich frage mich, wieso. So kriegt man seine 1500 Zeichen auch voll. Oder 5000. Ja, so kriegt man seine Stunde, sein Netflix-Special voll. Wenn man keine Jokes mehr hat, dann einfach 40 Minuten den Joke. Why not? Ja, ja, ist doch die alte Family Guy-Mechanik. Um Sendezeit zu füllen, dass man dann immer abwartet, bis der Joke nicht mehr gut ist und dass er dann so lange wieder macht, bis er wieder gut wird. Ich glaube, das ist weniger Family Guy, sondern die ganze Karriere von Seth MacFarlane, um ehrlich zu sein. Ja, also. Das stimmt auch, ja. Aber der hat ja auch hier Frank Sinatra Gedächtnis Musikalben gemacht. Ich weiß nicht, ob die sich auch wiederholen, so lange, bis die wieder gut werden. Ich habe noch nie den Willen verspürt, Seth MacFarlanes Musik auszuchecken. Ich wüsste nicht genau, wieso, wenn es auch echte Musiker gibt als Alternative. Geht mir übrigens andersrum genauso, wenn ich sehe, Beyoncé spielt in irgendeinem Film mit. Denke ich mir, ja, vielleicht schaue ich einen Film mit echten Schauspielern an. Keine Ahnung. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber nee, ich meine, er hat ja auch in seinem anderen Body of Work genug Musik untergebracht. Das stimmt. Insofern. Die Kompositionen für diese Star-Wars-Folge, für Family Guy und so, waren immer ganz gut. Ich weiß nur nicht genau, wie viel man da von Seth MacFarlane zurechnen kann im Nachhinein. Denn wenn man, wie man gesehen hat, ihm komplette kreative Freiheit gibt, dann kommt A Million Ways to Die in the West dabei raus. Der schlimmste Film, der je gemacht wurde. Der teuerste, schlimmste Film, der je gemacht wurde. Ja, ja, das stimmt. Ich habe den, der ist auch relativ an mir vorübergegangen. Ich weiß nur, dass er auch mit irgendwie Neil Patrick Harris ist und so. Mhm. Es gibt eine Szene, wo sich Neil Patrick Harris ungelogen für 6 Minuten auf der Straße von dieser Wild West City in einen Hut scheißt. Und das ist der ganze Joke. Das dauert 6 Minuten. So funny. Ja, holy, aber das shit, ist doch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist doch, das sind doch moderne. Gibt es nicht auch in jedem Judd Apatow-Film irgendwie eine Szene, wo irgendjemand irgendwo hinkackt? Ja, in einem Judd Apatow-Film gibt es meistens eine Szene, die fast kurz davor ist, gerade lustig zu werden. Und dann merkt man, in dem Moment ist Judd Apatow wieder zur Tür reingekommen und sagt, jetzt muss irgendwas passieren mit Romanze. Jetzt muss irgendwer verliebt gucken, schnell! Wir verlieren die Leute! Ja, das fand ich ja auch sehr schön, dass der ja auch eine Masterclass hatte. Bei dieser Masterclass-Reihe für Stand-Up-Comedy, oder? Ach so, ja, weil der früher im Jahr 1932 mal Stand-Up gemacht hat für ein halbes Jahr. Ja, ich weiß schon. Und er hat auch, als ihm scheinbar irgendwie ein Film nicht mehr finanziert wurde, hat er auch wieder ein Special gemacht vor ein paar Jahren, oder? Aber ich fand es halt geil, dass derjenige der große Comedian ist, den sie kriegen, um ihre Masterclass für Stand-Up zu machen. Ja, sind wir mal ehrlich, Leute, die ihre Kunst ernst nehmen, machen ja auch keine Masterclasses. Also von allen Leuten, die ich mag und die so eine Masterclass anbieten, bin ich enttäuscht. Ich finde, also dann muss ich sagen, ich weiß nicht, wer war das? Hat ja, aber das sind ja alles Leute, die auch ihre Karriere und ihr Leben schon so gut wie hinter sich haben. Keine Ahnung, Michael Caine hat er nicht irgendwie was gemacht? Michael Caine, it's me, Michael Caine. Ja gut, Michael Caine stellt sich ja auch schon seit ein paar Jahren für wirklich jeden Film vor die Kamera, da kann er sich genauso gut für die Masterclass vor die Kamera stellen. Der hat eigentlich nur noch das Ziel, den Rekord von Christopher Lee zu brechen mit den meisten Filmen. Steve Martin, Werner Herzog, wird hier geschrieben, haben auch Masterclass. I don't believe in the Masterclass. It is a social construct that only perpetuates the human experience of pain and suffering. Mhm. Das war einfach nur eine Aufforderung, deine Imitation zu hören. If you want to learn about film, you have to go and see the suffering for yourself. Which means you have to work with Klaus Kinski, who isn't alive anymore, so you can't. Okay. Never mind. That'll be $100. Aber der muss doch auch schon 200 Jahre alt sein mittlerweile, oder? Ich meine, Werner Herz? Ich würde schätzen 80. Ja, okay. 82. Gut, er hat ja schon immer den Sprachduktus eines 82-Jährigen. Aber hat Martin Scorsese nicht sogar eine Masterclass gemacht oder so? Das hat mir richtig wehgetan. Irgendwer, den ich respektiere als Filmemacher, hat so eine Masterclass gemacht und ich dachte mir, why though? Du kennst doch auch die Leute, die Comedy-Kurse anbieten für so Beginner-Stand-Up-Comedians. Ja. Und das sind immer die Leute, wo man sich denkt, der ist hilarious. Das ist wirklich einer, der richtig guten Lustigen, der das da gerade anbietet. Naja, aber es macht ja auch Sinn, weil wenn er einer der richtig guten Lustigen wäre, dann müsste er nicht sein Geld mit Workshops verdienen. Das ist ja mein ganzer Punkt. Relativ einfache Rechnung. Nee, deswegen bin ich da ja auch schon oft genug gesagt, auch sehr skeptisch, was das angeht. Weil es ist ja, alles Stand-Up ist ja, also wenn was Learning by Doing ist, dann das. Ja, es gibt natürlich schon Sachen, die man lernen kann, beziehungsweise ich würde schon sagen, dass es allgemeine Weisheiten gibt, die für fast jeden Performer in Stand-Up nützlich sind.
Aber jetzt from scratch, zum Beispiel, es gibt ein paar Comedy-Kurse in Berlin, die da unterrichtet werden, von Paul Salamoni zum Beispiel. Der macht das, aber der drängt dir nicht eine Philosophie auf. Der sagt dir nicht so, das ist wie ein Joke funktioniert und jetzt machst du es gefälligst so. Sondern der guckt sich halt die lustigen Ideen der Leute, die da teilnehmen, an und hilft denen dann quasi das umzusetzen, was wieder Sinn macht. Aber so sind halt die meisten von diesen Comedy-Kursen nicht aufgebaut. Die meisten sind halt so, hier ist eine Schablone für dich und wenn nicht jeder Joke in diese Schablone passt, dann hassen wir dich jetzt. Ciao. Ja, es ist halt vor allem halt aber auch was, womit du halt Leute anlockst, die sich nicht trauen, auf eine Bühne zu gehen, weil sie, wie ein großer Münchner Comedian mal gesagt hat, der ist noch nicht bereit für die Bühne. Das ist ein richtig großer Münchner Comedian, ja. Einer der größten. Aber das ist halt also so, das ist halt dann auch viel Geldmacherei mit Leuten, die sich einfach nicht trauen, irgendwie auf eine Bühne zu gehen. Ja, Deswegen. klar, natürlich. Es geht darum, aus der. Ich meine, im Prinzip ist das ja fast die komplette Industrie, dieser Dienstleister, Mentor, Workshop-Dinger. Sind ja immer, du sprichst Leute damit an, die von sich denken, dass sie nicht gut genug sind für eine Sache, für die sie eigentlich längst gut genug sind, und dann ziehst du ihnen noch ein paar Moneten aus der Tasche dafür, nur dass du ihnen sagst, dass sie wirklich nicht gut genug sind dafür. Und das ist halt wirklich mit der größte Abschaum, den es auf der Welt gibt, für mich. Also viel schlimmer als das wird es tatsächlich nicht mehr. Ich meine, jede Art von Marketing ist so ein bisschen die Emotionen von Menschen manipulieren, aber das ist ja noch sehr viel direkter und persönlicher, weil diese Leute stellen sich ja dir gegenüber face to face und spielen in deine Ängste rein, um dann noch ein paar Cent aus der Tasche zu bekommen, damit du von ihnen damit du von ihnen die L-Form, den L-Form-Joke lernst. Ja. Das große Geheimnis, das Die Rule of 150 Three. Euro ist, ja. Ja. Das ist ein Riesengeheimnis. Das hat noch nie jemand for free im Internet irgendwo hingeschrieben. Ja, also Leute, die nicht googeln können und die sich nicht auf die Bühne trauen, sind so das Target Audience. Ja, nicht googeln können ist eine große Voraussetzung auf jeden Fall für diesen ganzen Wirtschaftssektor. Wenn googeln irgendwann, wenn du irgendwann einen Assistenten hast, also irgendeine Software, die für dich auch noch googelt, dann haben die verloren. Also wenn man einfach nur laut eine Frage ausspricht, ich frage mich, wie man Stand-up macht, und dann aber nicht den nächsten Schritt hinbekommen, auf Google selbst zu gehen, sondern dann gibt es so einen Assistenten, der geht für dich auf Google, dann haben die verloren. Dann sind die raus. Deswegen fahren die schon seit Jahren Schmutzkampagnen gegen den ganzen Konzern. Ja, So alles, drei. was ihr über Facebook und Google Böses hört, kommt alles von denen. Also glaubt denen nicht. Die sind So. super. Die Drei machen nur gescheiterte gute. Stand-up-Comedians aus dem süddeutschen Raum bringen Google zu Fall. Machen nur gute Dinge, Google. Ausschließlich positiv. Ja. Wem gehört das Ding hier? Amazon. Da dürfen wir auch Ja. vor. Hey, Jeff Bezos. Moin, moin. Stimmt. Alles Ja. gut soweit? Deswegen konnte ich hier auch streamen, als letzten Montag die Facebook down war. Sind deine Einnahmen eigentlich auch geleakt von Twitch? Großes Twitch-Leak? Ja. Auf welchem Platz bist du? Ja, auf Platz 0. Hey, das ist besser als eins. Ja. Also, Moralisch ja. bist du Ludwig? Oder wer ist der bestverdienende Streamer? Egal, keine Ahnung. Ist vielleicht mein dritter Vorname, aber nee, ich habe, also da muss ich sagen, da bist du tiefer drin im Twitch-Sumpf als ich, was große, also diese Hot-Tub-Sache war mir sehr fremd und ist mir jetzt sehr suspekt, aber ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja, du, ich habe tatsächlich während, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab 1,5 Jahre nichts zu tun. Tatsächlich. Und da hat man, glaube ich, den Zustand also meinen mentalen Zustand und das Abnehmen meines mentalen Zustands auch an meinem Schauverhalten beobachten können. Von uns Aber am allen, aber glaube ich. Anfang habe ich noch David Fincher geguckt und Denis Villeneuve und was weiß ich, so hochwertige Filme. Dann ist es irgendwann zu Serien runtergegangen. Dann habe ich nochmal 24 angeschaut, weil ich mir dachte, ja, so schlecht war die Serie doch auch wieder nicht. Spoiler Alert, sie war schlechter, als ich dachte. Und dann bin ich irgendwann bei Twitch angekommen. Und mittlerweile,
Puh, also mittlerweile kenne ich selbst die Weltrekordhalter in Super Orthopeds und sowas. Das ist echt schlimm. Also ich bin da viel zu tief drin Was tatsächlich. sind Super Autopads? Was Ah, ist das ist das so ein denn? Spiel, das sage ich ganz funny da. Das ist, würde zu lang dauern. Wenn ihr jetzt im Twitch-Chat seid, dann geht doch einfach mal auf Kategorien bei Twitch und sucht das Super Autopads. Super unterhaltsam. Bitte nicht. Bitte nicht jetzt, vielleicht nachher. So, den einen Zuschauer, den wir haben, hier zu unterhaltsameren Formaten, das haben wir wieder gerne. Aber ja, wie hast du eigentlich mittlerweile alle Super Mario Speedruns durchgeguckt? Das war, glaube ich, deine große. Alle, jeden einzelnen. Ich kenne alles. Es gibt auch so Videos, das sind so 2-Stunden-Videos darüber, wie denn Speedruns zustande gekommen sind. Also wer herausgefunden hat, dass man hier und hier den Skip machen kann und wie man hier schneller. Hier alles angeschaut. Alles. Restlos. Hast du das Spiel auch wenigstens? Nee, natürlich nicht. Ich spiele nichts von dem, was ich mir da anschaue. Das wäre total langweilig, das zu spielen. Ich will das von irgendeinem Dude erklärt bekommen, wie das funktioniert. Im Prinzip lasse ich mich professionell mansplainen von anderen Leuten. Das ist auch schön. Also ich lasse mir meistens von Männern, um ehrlich zu sein, erklären, wie ein Spiel funktioniert, das ich nie in meinem Leben anfassen würde. Das habe ich aber exakt genauso gemacht. Also ich habe auch, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 verschiedene Dark Souls Speedruns geguckt. Auch ein Spiel, mit dem ich überhaupt keinerlei Verbindung Nee, und habe. wo ich, wenn man das mir jetzt hochbooten würde auf einer schönen alten Sega, dann hätte ich auch überhaupt keinen Bock, das zu spielen. Das sieht kacke aus. Ich hätte keinen Bock drauf. Aber wenn da irgendwer sitzt und dann so, oh, da ist mein Schwert und ich mach so, dann finde ich es cool. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich glaube, war einfach dass man so einsam war. Also zumindest ging es mir so während der Lockdowns, dass selbst jemand, der einfach nur so halb interessiert an einem Spiel rum, bimmelt, dass selbst das schon so, ah, Menschen. Oh. Ja, Nerds. Aber leider sind die halt dann am Ende halt auch in ihrem Ding. Das fand ich ja krass, so diese ganzen Events hier, GDQ und wie sie alle heißen, wo halt wirklich sich 1000 Leute treffen, um anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie schnell irgendwie Videospiele unter Wettkampfbedingungen spielen. Ja, aber das ist ja auch so großes Sauf- und Orgiengelage. GDQ. Awesome Games Done Quick, diese Speedrunner-Messe, das ist da, wo Nerds sich vermehren. Also wird die nächste Generation Nerds gezeugt. Ist echt ganz cool. Ja, aber es ist auch schön, so ein abgeschlossener Raum. Ja, ich. Ja. So, Hauke ist auch da. Warum hat Basti eine andere Schriftart? Das kann ich dir erklären, Hauke, weil ich dachte, dass Basti hier persönlich vorbeikommt und ich dann jetzt keine Zeit Ah. mehr hatte, ihm eine andere Bauchbinde zu basteln und die deswegen leicht anders aussieht wie meine. Ja, ich habe das leider alles komplett falsch verstanden, wann und wie und wo der Twitch-Stream abgehalten werden soll. Deswegen sitze ich jetzt hier in meinen dreckigen Sportklamotten bei mir zu Hause. Es tut mir sehr leid, Michi. Alles gut, halb so wild. Da musste ich mir, also konnte ich gleich meine Hose wieder ausziehen, als du mir das geschrieben hast. Ich dachte, dass du deine Hose ausziehst, wenn ich an der Tür klopfe, um ehrlich zu Ja, sein. dann Damit hatte. musste ich leider meine Hose wieder anziehen, als du abgesagt hattest. Ja, nee, ich dachte mir nur, weil du ja auch immer wieder mal irgendwie instabile Internetverbindungen hattest und so, deswegen dachte ich lade dich einfach persönlich ein und dann könnten wir uns auch mal wieder sehen, aber nee, habe ich schon verstanden, was du mir sagen wolltest. Schade, schade. Schade, Schokolade. Aber vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder auf einer der jetzt zahlreich wieder anfangenden und neu startenden Comedy-Shows in München. So nämlich. Du hast ja auch schon 2 Jahre und weiter Shows wieder gemacht im Substanz. Wie waren die? Ja, mit der ersten war ich nicht sonderlich happy, die zweite war okay. Es ist mit dieser Substanzshow, und das ist jetzt eine große Werbung für die Show, merke ich gerade, ein bisschen schwierig, weil das im Prinzip der nächste logische Schritt gewesen wäre, da eine Show zu machen, wenn es keine Pandemie dazwischen gegeben hätte. Der Raum ist im Vergleich zu diesem kleinen Holzkranich sehr, sehr groß und man kann da sehr, sehr gut eine professionelle Comedy-Show drin machen. Schwierigkeit damit ist halt nur, dass wir aktuell, also inklusive mir, niemanden haben, der professionell spielen kann vor Leuten, weil es niemand gemacht hat für 1,5, 2 Jahre. Und so sind die Shows dann so ein bisschen Hit or Miss. Das Publikum ist zumindest halbwegs vergebend.
dahingehend, dass sie halt auch wahrscheinlich wissen, zumindest im Hinterkopf, der war schon länger nicht mehr auf der Bühne. Man kann schon so die Spinnenweben sehen, die sich irgendwie am Saum der Personen, die auf die Bühne gehen, hinter ihnen herziehen. Aber ja, es muss natürlich, also da muss wieder ein bisschen mehr Zug rein. Ja. Und dementsprechend ist es wichtig, dass zum Beispiel Leute wie Hauke jetzt wieder so kleine Comedy-Shows anfangen. Ich war gestern bei der ersten Ausgabe von Servus Comedy von Hauke van Goens. Das Van steht für Spaß. Klassiker, jawohl. Alter Hauke van Goens-Gag, den er nicht mehr macht. Ich frage mich, warum. Hey, wenn man irgendwo schlechte Jokes unterbekommt, haben wir uns vorhin darauf geeinigt, das ist hier bei Twitch. Das stimmt allerdings, ja. Und Ana Lucia machen diese Bühne zusammen, Hauke van Goens und Ana Lucia. Und das war gestern fantastisch. Also es war wirklich super. Wenn diese Show so weiterläuft, wie sie angefangen hat, dann wird das ein richtiger Staple, um Comedy ausprobieren zu können. Und das sind genau die Shows, die wir jetzt brauchen. Die Substanzshow ist aktuell keine, wo man wirklich viel rumexperimentieren und ausprobieren kann. Wir brauchen wieder solche Shows. Servus Comedy. Mega. Hauke, großer Daumen nach oben an Hauke van Goens. Aber ist Und das Anna. denn in Planung, dass du im Substanz das öfter machst oder so? Weil das war ja jetzt zweimal, irgendwie mit 2 Wochen Abstand. Ja, mal schauen. Wir machen das jetzt in unregelmäßigen Abständen mal. Es ist tatsächlich für mich, wie gesagt, eine schwierige Situation, weil es aktuell, finde ich, nicht das richtige Vehikel für Comedy ist in München. Es ist nicht die richtige Art von Show, die wir jetzt gerade brauchen. Klar, es ist besser. Obwohl, es ist nicht besser, eine Show zu haben, nur um eine Show zu haben. Also manchmal ist es auch besser, keine Show zu machen, statt eine Show zu machen. So schlimm war es jetzt nicht, dass ich das sagen würde, aber es ist schon eine Stufe zu groß für den aktuellen Zustand der Münchner Comedy-Szene, würde ich sagen. Wir brauchen erst wieder einen laufenden Betrieb an der Basis, das heißt die kleinen Shows mit Möglichkeiten zum Testen. Und wenn du da mal bombst, wie blöd, dann ist es nicht schlimm, weil hier kommen direkt 7 andere Leute. Während wenn du halt bei so einer Show wie im Substanz bombst, dann ruinierst du halt schon echt so einen Abend. Ne? Also das ist dann eine Viertelstunde und dann ist auch vorbei. Ja, nee, das stimmt wohl. Ja, aber mal gucken. Ich glaube schon, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass das jetzt langsam wieder alte Formen annimmt. Ja, Und Hope. Was ist ja. denn mit deiner Show? Comedy für Freunde, während ich das Licht anmache hier. Moment. Ja, Comedy für Freunde war ja so die eine Show, die ja wirklich auch Open Air immer also nicht immer, aber halt die letzten Monate stattgefunden hat. Allerdings nur von Hani Hu, nicht von mir. Wir haben ja die Show miteinander gemacht. Und ja, Hani macht jetzt hier Harald Comedy im Miet in Bann. Hier, da, so bei mir um die Ecke, ne? Genau, also der ist jetzt auch wieder dabei, eine Show zu machen. Ich gerade noch nicht, aber das kommt bestimmt auch irgendwann bald wieder. Ja, habt ihr mit für Freunde, also das ist jetzt alles sehr Behind-the-Scenes-Talk eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, wie spannend das ist für die Leute, die zuhören, aber habt ihr mit der für Freunde Bar mal geredet, ob die wieder Bock auf eine Show haben? Weil die Show habe ich eigentlich immer sehr gerne gemocht, wenn ich ehrlich bin. Das ist sehr lieb, ich auch. Allerdings haben wir halt dann lange gesagt, also als das Open Air noch ging, haben wir da noch nicht geredet. Und es ist halt auch wirklich ein sehr kleiner und enger Raum. Und das ist, glaube ich, jetzt mit 3G, glaube ich, schon langsam möglich. Ja, jetzt ist ja wieder möglich. Jetzt kannst du wieder alles machen. Jetzt, Ja. man kann sie jetzt wieder gegenseitig an Ringelpiez, man kann sie jetzt wieder an die Schultern fassen und die Polonaise machen, kann sich auf die Lippen küssen, man kann die Füße sich gegenseitig in die Ohren stecken. Alles geht wieder. Es ist alles wieder da, Michi. Ja, nee, müssen wir mal gucken. Also, das ist auf jeden Fall noch eine offene Möglichkeit. Nee, also die Show hat mir auf jeden Fall auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war immer war gerne mal hotte Stimmung da drin. Nur lustig war es hinten. Haha, Comedy. Ja, es war mehr ein Swinger Club als eine Comedy Show, wenn Ja, man aber ganz ehrlich muss ja ist. auch mal, muss es auch geben. Wie könnte das allerdings auch anders sein mit Michi Mauder als Host? Ich vermute, dass alle, die gerade vor dem Twitch-Fenster sitzen, sich Nicht schon mehr. längst nicht mehr an sich halten konnten.
Ja, ich habe tatsächlich ich bin meiner Pflicht einmal mehr nicht nachgekommen und habe die letzten Folgen Warum kommen die nicht gehört. Das ist völlig in Ordnung. Kann man aber noch tun. Kann man sie auch nachgucken, sogar auf YouTube. Das sage ich, glaube ich, viel zu selten Hey. dazu. Ich lade die immer noch auf YouTube hoch. Können wir also immer reingucken. Und es gibt jetzt auch Patreon, die erste Patreon-Folge. Yay! Mit wem ist die? Dreimal darfst du raten. Nick Schmid, Hans Nein, Thalhammer? Hans Thalhammer, ja. Hans Haben Thalhammer. am Samstag eine Patreon-Folge mit Hans Thalhammer hochgeladen. Und ich könnte Ist mir auch der ein. vorstellen, mit dir in Zukunft die ein oder andere Patreon-Folge zu machen. Ja, ich habe ja auch schon eine sehr erfolgreiche Karriere auf Patreon hinter mir. Ja, stimmt. Was ist eigentlich mit? Ist das ein Bit? Geht das wieder los? Ich vermute nein. Ich vermute ganz stark nein. Weil ihr keine Bits mehr habt. Ich habe tatsächlich keine Bits. Es ist enorm schwierig für mich zu schreiben. Ich weiß nicht genau, wann das wiederkommt, ob das überhaupt wiederkommt. Aktuell ist es tatsächlich, egal wie viel ich versuche, einfach eine komplette Blockade von. Das Beste, auf was ich komme, ist ein Witz von vor 4 Jahren, der da schon gebombt hat. Also, wo ich mich erinnere, oh, das war doch irgendwie. Ah, nee, das war scheiße. Also, es ist schon echt eine komische Sache, wenn du. Und ich denke, das werden viele aus ihrer Arbeit oder Hobbys oder was auch immer kennen, wenn du in deiner Entwicklung so, gerade bei kreativen Jobs ist es ja so, dass du einer permanenten Entwicklung unterliegst und selbst diese kleinen Margen, die du ja gar nicht mitbekommst am eigenen Leib, du wachst ja nicht eines Morgens auf und sagst, Heureka, jetzt bin ich Nate Bargatze, sondern es ist so. Von Woche zu Woche zu Woche wird so ein Satz besser, deine Betonung, deine Haltung, es wird immer ein bisschen besser. Und wenn das alles auf einmal wieder eingerissen wird und du aber gleichzeitig dein altes Material noch kennst und deine alten Auftritte und so denkst, okay, hier war, das ist so, wie wenn du in mühevoller Kleinstarbeit für 14 Tage ein Lego-Set aufbaust und dann fährt einmal eine Planierraupe drüber. Und jetzt versuchst du das wieder zusammenzusetzen. Aber teilweise sind die einzelnen Lego-Teile irgendwie einen Kilometer in die andere Richtung geschleudert worden. Manche sind zerquetscht unter der Rolle. Es ist schon echt schwierig. Und da gehört das Schreiben insofern dazu, weil ich zumindest nicht mehr in der Lage bin, auf einem Level zu schreiben aktuell, das ich von mir erwarte. Also ich. Naja, aber kommst du da hin, wenn du erstmal gar nicht anfängst? Also, ich meine, du Nee. musst ja auch erstmal, da kann ich jetzt wieder mein wunderschönes altes Bild anbringen, das ich viel zu oft angebracht habe, dass du, wenn du wieder Gags schreibst, ist ja wie wenn du in so einem alten verlassenen Haus einen Wasserhahn aufdrehst. Dann kommt zuerst gar nichts und dann kommt ganz viel Dreck und ganz viel braunes Wasser und irgendwann dann kommt das klare Wasser. Da wird das braune Wasser wird immer heller und irgendwann ist das klare Wasser da. Du musst einfach nur den Hahn immer weiter aufgedreht lassen. Denk mal drüber nach. Ja, Ja. mein altes Haus ist nicht mehr ans Wasser angeschlossen, also Du musst erstmal einen Bagger dir besorgen und ja. ein paar Rohre Ich brauche erstmal schaufeln. eine Genehmigung von der Stadt. Ich muss erstmal das Grundstück kaufen. So geht's mal los. Und das ist schon schwierig heutzutage. Ja, das stimmt wohl. Weil Aber. ich krieg sicher keinen Kredit in meinem verdreckten Coldplay-T-Shirt. Och, das würde ich so nicht sagen. Ich hasse Coldplay übrigens, habe ich das schon mal gesagt? Ich Ja, habe aber es mal das zu ist ja auch Weihnachten geschenkt. Mainstream. Geschenk bekommen und fand es hilarious, wie sehr man meinen Geschmack verfehlen kann. Also viel weiter davon entfernt. Und das war kein ironisch gemeintes Geschenk, aber es wäre ein perfekt ironisch gemeintes Geschenk gewesen. Aber es war nicht so gemeint. Es war sehr ernsthaft. Es war kein Schrottwichteln oder so. Nee, es war sehr. Oh, Coldplay ist doch was für den Kerl, ja. Ja, genau. Wenn einer für Coldplay steht, dann bist du das. Come up to me. Yeah. Achso, man darf nicht singen. Twitch, DMCA. Sorry, nicht, dass du Oh ja, gebannt wirst. nicht, dass ich meinen ersten Strike bekomme und dann nie wieder irgendjemanden einladen darf. Aber meinst du nicht, dass ein Strike auch gute PR ist? Ich sehe diese großen Twitch-Streamer, die machen vor allen Dingen PR mit ihren Strikes. Also die sind dann so, oh crazy, der ist letzte Woche schon wieder gebannt worden, weil er sich einen Löffel Hummus ins Auge gekleistert hat. Ist das eine neue Da muss man TikTok-Challenge? reinschauen. Ja, du. In den Hummus muss man reinschauen. Ich bin mir sicher, es gibt's. Ich bin mir sicher, das gibt's schon. Die Hummus Ja. ins Auge Challenge. Nee, also seit der Cinnamon Challenge, die bei jedem gleich ausgegangen ist, wo sich alle dann trotzdem gewundert haben, warum man denn da husten muss und keine Luft mehr bekommt,
Ja, auch das finde ich so funny an diesen Jugendtrends. Und ich meine, jetzt bin ich wirklich in der Alter-Mann-Phase angekommen. Aber ich finde das so crazy, dass junge Leute, so 18, 15 bis 18-Jährige, sich denken: Boah, weißt du, was eine crazy Challenge ist? Wir könnten mal versuchen, Zimt zu essen. Und dann denken die, sie haben entdeckt, dass das scheiße ist, wenn man Zimt isst. Vor allem Und halt so das einen ist. schönen, fetten, großen, gehäuften Löffel, dass du erstmal den Mund voll hast. Also eine Weisheit, die buchstäblich existiert hat, seit Christoph Kolumbus die Weltmeere besegelt hat. Und ich Bei kann, der Crew ich war finde es. langweilig und die hatten eine Menge Zimt an Bord und deswegen Ja, haben die du, da. was willst du machen, wenn du 7 Jahre auf hoher See bist? Irgendwann frisst du halt einen Haufen Zimt. Und ich finde es so funny, weil ich mich darin wiedererkenne. Ich erkenne den 15-jährigen ich, Sebastian Ulrich, wieder in diesen jungen Leuten, die auf TikTok die Cinnamon Challenge machen, weil ich nämlich auch damals dachte, boah, da hat noch keiner dran gedacht, Mensch. Stell dir das mal vor. Aber war das auch so ein bisschen so, ihr könnt mir nicht sagen, dass ich keinen gehäuften Löffel Zimt essen kann? Nee, es haben schon, also naja, nee, ich bin nicht so rebellisch, ich bin einfach nur ein bisschen dämlich. Also ich bin einfach nur so, ja, wenn die das sagen, das wird schon nicht so schlimm. Ich erkenne mich da wirklich drin wieder und ich finde es sehr funny, weil ich jetzt merke, dass ich alt geworden bin. Also ich merke, ich habe diesen Abschnitt meines Lebens hinter mir, wo ich noch denke, ich entdecke was Neues. Oder wo ich denke, ich werde noch mal was Neues. Also es gibt noch mal was, was ich spannend finde. Das klingt ja deprimierend jetzt. Aber ich wirklich nur Glück auf für diese Leute, für diese jungen Menschen, die immer noch, ich sehe da viel Hoffnung drin, die in 2 bis 3 Jahren schlimm zerschmettert werden wird. Ja, Also oder bis sie erfinden dahin, das neue Facebook. ja, brauchen wir wirklich noch mal ein neues Facebook? Also Nachdem sie irgendwie 1 Kilo so Wäschetabs gegessen haben. Create your own Social Media Challenge. Oh Ja. ja. Ein bisschen weniger spannend, würde ich sagen. Wenn du Oh, kein ich meine, Mensch mehr. wenn's bei Facebook für einen Spielfilm gereicht hat, Hey, das ist ein guter Film. Das ja. Social Network von David Lynch, glaube ich. Guter Regisseur. Ist das David Tatsächlich? Lynch? Warte, ich habe doch hier Google am Start. So. Social Network. Du bist Gast und Jamie in einem. Das finde ich sehr gut. Jamie, can you look that up? Oh, Joe Rogan References. David Fincher! Fuck. Ah, ja, Ich richtig. bringe die immer durcheinander, was eigentlich ein Insult ist, weil die komplett unterschiedliche Ja, schon, Filme machen. schon irgendwie. Aber Aber ich. Fincher war doch auch sieben und so, Don't oder? ask me. Nein, das ist David Lynch. Nein. Oder? Ich bekomme da immer durcheinander. Seven. Die sollten sich einen anderen Vornamen zulegen. Seven ist von. Fight Club Spannend. wird hier geschrieben. Stimmt. Der Nur von Fall. wem? Wir haben gerade zwei. Nee, aber das muss Fincher sein. Fuck, ey. Ich bin der spannendste Content bei ganz Twitch. Ja, wir gucken, was sie jetzt beim Googlen zu. Und ich sage auch Seven. nichts, ich warte einfach ab, weil ich Profi bin. Ja, kannst du nicht irgendwas plagen? David Fincher, fuck. Ja, Patreon. Mich haben wir da auf Patreon. Folgt mir gerne. Es gibt eine Exklusivfolge und die ganzen Comedy-Nerd-Specials mit Basti. Genauso wie die komplette Pandemiepause. Es gibt 21 exklusive, nur noch auf Patreon verfügbare Folgen. Kann ich übrigens noch mal sagen, hate to say, I told you so, but I actually don't hate it. Dave Chappelle is over with. Dave Chappelle is vorbei. Ja, da wollte ich tatsächlich mit dir drüber sprechen, weil ich das Ja. nicht gesehen habe und ich wollte dich fragen, ob sich das lohnt. Aber ich habe auch gelesen, was Bernhard Tiergast dazu geschrieben hat. Und deswegen bisher eher nicht so das Bedürfnis dazu. Special ist mit die größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Also es ist so, wie du dir den Auftritt von jemandem vorstellst, der jetzt so zum 10. Mal Stand-up macht und gestern auf Twitter war, sich da gerade angemeldet hat und dann über Social Justice Warriors gelesen hat und sich dachte, ich bin Comedian, ich spreche die Wahrheit, wir sind die modernen Poeten. So, ungefähr so reflektiert, nur mit ein paar Millionen mehr auf dem Konto und dementsprechend mit höherem Budget und Leuten im Publikum, die so abgestumpft sind davon, dass da ein Promi vor ihnen steht, dass sie über jeden Scheißdreck jubeln. Ich glaube, Es ist. was
Dave Chappelle ja auch macht, ist, dass er halt immer jemanden dabei hat, der gut ist, der halt dann für ihn eröffnet, beziehungsweise so wie ich das verstehe, also das war ja zumindest bei dieser einen Geschichte, die er da noch mitten unter Corona irgendwie auf seiner Ranch gemacht hat, da war ja vorher wirklich eine gute Comedy-Show irgendwie mit Neil Brennan sowieso, aber ich glaube Michelle Wolf und so waren da und haben alle gekillt und gute danach... Comedy-Show und Neil Brennan können wir nochmal diskutieren. Ja, nee, aber ich meine halt, der hat halt wirklich geile Comedians dabei, die halt vorher eine geile Show machen und dann kommt er halt hinten raus und wird halt nur noch angegeilt und muss nicht mehr liefern, so mein Eindruck. Von der Ranch entstand ja eines der wenigen Stücke Content von Dave Chappelle in den letzten Jahren, das ich tatsächlich gut fand. Das war aber es war Content und nicht Comedy. Ja, genau. Da waren ja auch keine Punchlines drin, genau. Aber es war zumindest endlich mal wieder ehrlich. Es war ein ehrliches Anliegen, etwas, was nicht aus einer Trotzigkeit eines, wie er wirkt, 16-jährigen Jungens kommt, der im Internet mal beleidigt wurde. Und deswegen, Trans-Community, halt die Schnauze mit deinen 500 Milliarden Dollar, die du zu Hause hast. Mach doch einfach einen Joke. Ich versteh's nicht. Du wirst doch dafür bezahlt, und zwar besser als jeder Comedian in der Geschichte der Welt, buchstäblich, ein paar Jokes zu machen. Und ja, du hast Freiheiten bei diesen Jokes, bla bla, aber kannst du nicht einfach ein paar witzige Sachen machen, die nicht Leute marginalisieren, links und rechts die ganze Zeit, und wenn dich dann Leute darauf hinweisen, dass du Leute marginalisierst, sagen, guck mich an, ich bin so arm, alle schimpfen auf mich. Fucking Dave Chappelle, wirklich das größte Crybaby, das ich je gesehen habe. So ein mutloser, rückgratloser Spacko, wirklich. Das ist so dumm. Und dann dieses ganze Abgekulte, wenn man sich das dann anhören muss, in irgendwelchen amerikanischen Podcasts oder von deutschen Comedians höre ich es auch immer. Na, Dave Chappelle, das ist wirklich der größte aller Zeiten. Why? Der hat ein legendäres Comedy-Special rausgebracht vor 25 Jahren und das war's. Die Chappelle-Show war schon auch noch. Die Chappelle-Show, ist es wirklich so crazy, wenn du dir das heute anschaust? Ich würde jedem den Tipp geben, schaut euch die Chappelle-Show nochmal an. Und schaut es euch auf Netflix an, auch wenn Dave Chappelle euch verboten hat, das auf Netflix anzugucken. Weil er das kann. Ist das wirklich so crazy gut? Also, die Clips mit Rick James sind gut, aber das ist ja nicht ein Sketch, den Dave Chappelle geschrieben hat. Das ist ja eine Geschichte, die der erzählt. Aber ich glaube, also, was ich bei der Chappelle-Show sehr geil fand, war, dass sie ja im Piloten, der allererste Sketch, den sie ja gemacht haben, war ja der Black-White Supremacist. Ja. Das fand schon ein Statement, mit dem er da rein startet. Es ist natürlich schon immer viel, also jetzt bei meinem Standpunkt sehr viel Revisionist History dabei. Man kann sich das jetzt so hindrehen, wie man möchte. Diese Ethno-Comedy ist aus heutiger Sicht meines Erachtens nach ziemlich langweilig für die damalige Zeit, aber wohl recht bahnbrechend, speziell in Amerika. Alles gut. Die Chappelle-Show hat mit Sicherheit ihren Platz da irgendwo auf diesem Pedestal auch verdient, von mir aus. Aber Dave Chappelle hat diese Show verlassen, wegen was auch immer. Der lässt sich da als Held dafür feiern. Ich weiß nicht genau, wieso. Weil es ist nicht so, dass der da im Armenhäuschen abgeweist ist. dass der da irgendwie dann unter der Brücke leben musste. Aber egal. Und jetzt, die letzten 5, 6 Jahre, wo er wieder aufgetaucht ist, macht er nichts anderes als rumheulen. Und hat meines Erachtens nach in diesen 5 Specials oder was es ist, noch keinen einzigen Joke erzählt. Nicht einen. War kein Witz dabei. Ja, da bin ich komplett bei dir. Hauke schreibt gerade, du regst dich vor 3 Zuschauern auf, du bist das Gegenteil von Dave Chappelle. Ja, ich weiß. In vielerlei Hinsicht. Weiß ich jedes Mal, wenn ich auf meinen Kontoauszug schaue, wirklich, dass ich könnte nicht diametraler gegenüberliegen von Dave Chappelle. Und das Problem ist auch, dass das Comedy kulturell in Amerika schon meines Erachtens nach eine Schwierigkeit darstellt. Weil diese ganzen Anti-Social Justice Warrior Bros, das ist die Riege an Comedians, die gerade so erfolgreich sind, dass sie junge Comedians pushen können. Also da gehört auch Joe Rogan dazu, Andrew Schulz, Tim Dillon, diese ganze
Riege von Comedians, die alle sagen, oh, Dave Chappelle, endlich sag das mal. Endlich sag das mal. Bist du, was ist los mit dir? Und das prägt, glaube ich, schon auch so ein bisschen die Kultur der jungen Comedians, die da in 2, 3 Jahren nachkommen werden. Wir haben jetzt gerade, finde ich, eine sehr gute Welle von jungen Amerikanern. Aber ich habe ein bisschen Bedenken, dass das in ein paar Jahren dann all diese Leute sind, die plötzlich die Clubs füllen und so und ihre Specials auf Netflix bekommen. Weil Netflix scheint es egal zu sein. Also, ja, Netflix ist es wurscht. Ich meine, wenn du dir anguckst, wer in Deutschland bisher Netflix-Exclusive Specials hatte. Weiß gar nicht. Hatte Felix? Felix hatte eins? Felix hat gerade, ich weiß gar nicht, ist das schon draußen? Ich glaube schon. Aber ich glaub schon. Die ersten drei waren Dieter Nuhr. Nicht. Inisa. Oh. Und Teddy Teclebrand. Das waren die ersten drei, die deutsche... Ey, der unterrichtet doch jetzt Stand-Up-Comedians im Fernsehen. Stimmt. Ja, habe ich auch gesehen. Endlich tut mal jemand was für die deutsche Stand-Up-Szene. Ja. Wir bringen jetzt Karl Lauterbach bei, wie er Stand-Up macht. Ja. Danke, Teddy Teclebrand. Danke für diesen großen Dienst an deutscher Comedy. Was sagt ihr? Ihr würdet die Sendezeit lieber mit den tausenden talentierten jungen Comedians, die es in Deutschland gibt, füllen? Was für Quatsch! Karl Lauterbach, der muss jetzt Comedy machen. Ja, aber das sagt ja alles, also das ist ja Amazon, glaube ich, würde das machen, oder? Ja, keine Ahnung. Darfst du auf Twitch gar nicht kritisieren. Ja, sonst kommt Jeff Bezos mit einer Drohne vorbei. Und, ja. Nee, mit seiner Penisrakete kommt er vorbei. Und spankt mich. Wobei ich das eigentlich ganz gern haben würde, um ehrlich zu sein. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Ja, aber absolut. Aber ich meine, allein die Tatsache, dass diese drei, die waren die vor Felix Lobrecht, die ersten deutschen Netflix-Specials hatten. Ja, keiner verdient es mehr als Felix Lobrecht. Ich kann mein Lob an Felix Lobrecht nicht überbetonen. Jetzt ist auch noch Phyllis mit dabei. Du lobst ihn zu Recht. Ja. Ich bin dem Wortspiel mit Absicht aus dem Weg gegangen. Ich habe mir auch überlegt, ob es ein anderes Wort als Loben gibt, aber ich bin nicht so schlau. Jetzt ist auch noch Phyllis dabei, Phyllis Taschdan bei Stand Up 44. Eine bessere Wahl könnte man nicht treffen. Der macht alles richtig. Es ist Wahnsinn, weil das so diametral gegenüberliegt von allem, was sonst in der Comedy-Branche los ist. Also es gibt genau einen Typen, der weiß, was er macht und der Leuten, die es wirklich verdient haben, eine Chance gibt. Und der ganze Rest, you can suck it, man. Also mit eurer Drecks, wir unterrichten Promis, wie man Stand-Up macht. Jetzt gerade, wo du es nochmal gesagt hast, es gab, glaube ich, bei der Oliver Pocher Show auch ein Segment, wo dann irgendwie der Wendler und Verona Poth jeweils ihre ersten Stand-Up-Auftritte gemacht haben. Wenn man in einer geistigen Linie stehen möchte, dann ist es in der von Oliver Pocher. Das fand ich, also da ist sehr viel in mir gestorben, als ich Verona Poths ersten Stand-Up-Auftritt gesehen habe. Ja, du, das ist ja alles schön und recht. Die können das ja gerne auf ihren YouTube-Channels machen und so. Und ich weiß, das ist alles freie Wirtschaft. Die das dürfen war eine Primetime-RTL-Sendung. Nein, das sage ich ja. Also, wenn die das jetzt auf ihren YouTube-Channels machen würden, dann ist das für mich vollkommen okay. Und ja, das Argument ist natürlich richtig, dass die mit ihrem Geld anstellen können, was sie wollen. Und lass sie doch die Sendung machen, wenn die gute Quoten hat, bla bla bla. All true. Ich sag nur, dass wenn Fernsehmacher in den 50ern bis 70ern so feige gewesen wären wie heute, dann wäre Fernsehen jetzt schon längst, also Fernsehen ist ja eh kein Ding mehr, aber dann wären alle Fernsehformate, die ihr geliebt habt aus den 80ern, 90ern und 2000ern niemals entstanden und hätten niemals existiert. Wenn das alles so feige Schweine wären wie die da jetzt arbeiten, wo man immer nur in so einer Liste wie auf dem Telefonbuch guckt, welche Promis waren jetzt für 2 Tage nicht mehr im Fernsehen, lass die mal wieder irgendwo reinquetschen. Egal, ob das Sinn macht oder spaßig ist oder ob das anderen Leuten möglicherweise die Möglichkeit wegnimmt, in ihrer Kunst voranzukommen. Mir ist das scheißegal, weil ich will einfach jetzt im Moment nicht gefeuert werden. Das ist die ganze Motivation. Das ist feig, das ist Angsthaserei, die jetzt schon seit ein paar Jahren da vor sich geht. Und wie gesagt, der Einzige, der das nicht macht, ist Felix Lobrecht. Mhm. Naja, aber er ist ja auch kein Fernseh-Exakt in dem Sinne. Also, aber das ist das wäre ja aber eher dann so ein Argument zu sagen, dass es ja dann trotz der ganzen Verschlafenheit oder irgendwie Feigheit der TV-Sender doch Möglichkeiten gibt, irgendwie nach oben zu kommen, auch wenn man da nicht dazu gehört.
Aber was er macht, ja, er ist ja zumindest ursprünglich mal auch ein Risiko eingegangen damit. Ja, Ne? absolut. Also sehr unbekannte, damals noch sehr unbekannte Comedians aus Berlin auf einmal auf so eine Tour mitzunehmen. Es kann ja auch sein, dass die dann, dass das dann ein Riesenflop wird und alle sagen, was hast du denn da gedacht und Aber jetzt bla. gewinnen sie Comedy-Preise. Ja, vollkommen zu Recht. Also ein gerechteren Gewinner für Newcomer, den Newcomer Comedy Preis als Carlos Calanta gibt's nicht in Deutschland. Ich würde mir, und das haben wir schon tausendmal diskutiert, wünschen, dass es andere Comedians gäbe. Ich weiß, es gibt niemanden auf dem Status von Felix Lobrecht, aber es gibt genug, die einen guten Status haben und die nichts für die Förderung junger Comedians tun oder kaum was. Ich wünschte mir, dass das mehr Comedians machen würden. Ein paar machen es, keiner in dem Rahmen, wie es Felix Lobrecht macht. Ja, Aber das das kann ja auch passieren, dass das Schule macht. Und es ist halt, ich meine, die Fernsehsender kriegen auch langsam, also nicht langsam, die kriegen schon lange, glaube ich, auch die Quittung dafür. Und ich finde es halt auch sehr spannend zu sehen, das kriege ja sogar ich ja irgendwie auch beruflich langsam mit, irgendwie, dass halt eben genau wie du sagst, so total feige und einfach nur, das hat ja schon mal funktioniert, deswegen machen wir das nochmal. Ja. Das halt auch dann. Den Druck halt von den ganzen Streaming-Dingern kriegen sie halt mit, weil Netflix ist ja auch, geht ja, naja, obwohl, die gehen auch nicht wirklich ein Risiko ein, gell? Also gerade wenn wir anschauen, wer die Leute sind, die bisher Specials hatten, das sind einfach nur Leute, die halt in dem Moment gerade ein Hoch hatten. Ja, aber ich kriege halt auch mit, also so, keine Ahnung, ProSieben hat jetzt die zwei tollen Apps, die sie hatten, Fio und Smile, ja, wieder eingestampft, weil die nicht innerhalb von einem halben Jahr irgendwie Profit gemacht haben und so. So eine Überraschung. Ja, damit hätte keiner rechnen können. Aber also es ist halt echt interessant zu sehen. Und ich glaube halt, aber das ist ja halt auch ein Zeichen dafür, dass sie irgendwie was ändern wollen und es einfach nicht auf die Kette kriegen, oder? Ich wünschte, die hätten damals bei Smile einen Comedian gefragt nach dem Rat, den er ihnen gibt. Und auf den gehört, als er ihnen gesagt hat, dass die App gibt's schon und heißt TikTok. Wieso macht ihr nicht was anderes? Schade, ja. Schade, dass die da keinen Comedian befragt haben dazu. Ja, anyway. Nee, aber ich meine halt, ich denke eben, man kann es ja auch als Positives sehen, dass die alle so eingeschlafen sind, weil du dann eben so Leute hast wie Felix Lobrecht, die halt dann ihr eigenes Ding machen und ohne die ganze Fernsehscheiße da vorbeiziehen können. Ja, ich meine, das stimmt ja eh. Ich bin mir auch sicher, dass Felix irgendwie 100.000 Anfragen hat mittlerweile. Ja, weil die natürlich. Alles, aber er halt jetzt auch sagt so, ja, ihr wart nicht da quasi, als es losging. Und warum, jetzt brauche ich euch jetzt auch nicht mehr? Natürlich soll das nicht die Verantwortung von Leuten wie uns als jungen Comedians nehmen, ihr eigenes Ding zu machen. Ich bin da mit mir selbst sehr kritisch. Ich mache aktuell nicht genug für Comedy, um irgendeinen Spot in irgendeiner Art von Rampenlicht verdient zu haben. Das ist die ehrliche Wahrheit. Gleichzeitig gibt es aber genug Leute, die das machen, also die gut genug sind und die das Spotlight wirklich verdient hätten, schon seit Jahren übrigens, die es aber nicht bekommen. Da geht es mir nicht um mich, sondern um Comedians, die du auch kennst, in dieser deutschen Comedy-Szene. Und vielleicht ist es dann in ein paar Jahren auch so, dass ich in der Position bin, wo ich mir denke, ja, der nächste Schritt, aber wo soll er herkommen, wenn kein... Es ist natürlich möglich, dein eigenes Special zu drehen und auf YouTube zu stellen und dann halt irgendwie ein Risiko von 10.000 Euro einzugehen, wenn du das wirklich ordentlich filmen lassen möchtest. Aber was, wenn das floppt? Dann bist du einfach finanziell am Ende in unserer Position. Während, also diese 10.000 Euro stören Amazon nicht, wenn die nicht mehr da sind. Ja. Also das interessiert niemanden. Nur die werden nie auf jemanden zukommen aus der Comedy-Szene, zumindest nicht auf die nicht eh schon etabliert sind, weil, und das haben wir auch schon hier besprochen, niemand sich Comedy-Shows anschaut. Keiner geht zu Comedy-Shows und sitzt da drin und guckt, was da passiert, wer kann was. Wer bombt vielleicht an dem Abend? Also du meinst, von den Verantwortlichen guckt sich keiner von den Verantwortlichen. Ja, von den Verantwortlichen. Wer bombt vielleicht an dem Abend, wo ich da bin, aber ich kann trotzdem sehen, was der versucht zu machen. Das wäre ja noch mal ein Schritt weiter. Das kann man ja komplett vergessen. Dementsprechend ist es einfach immer nur die Sorte Comedian, die auf den einfachstmöglichen Lacher geht und die... mir hat das mal jemand von einem Netzwerk erklärt, wenn...
die im Hintergrund laufen können, während die Mama bügelt und nicht aufpasst. Mhm. So sollen Comedians sein. Gut, wenn das der Ansatz gegenüber der Kunstform ist, dann, also es tut mir echt leid, aber die Renaissance wurde nicht begründet auf bügelnden Müttern. Oh, das ist auch ein schöner Ersatz, den kannst du dir auch auf ein T-Shirt drucken. Ich glaube vor allen Dingen, dass es damals noch kein Bügeleisen gab. Außer Leonardo da Vinci hat es mal wieder irgendwo hingemalt. Ach, ich weiß nicht. Also ich meine, so zum Aufheizen, so eine glatte Oberfläche, die man irgendwo... Darf ich dir übrigens eine Sache vorschlagen? Leonardo da Vinci? Wirklich so genial? Also es gibt immer nur so Sachen, man sagt immer, boah, der hat den ersten Helikopter dahin gezeichnet in seine Bücher. Und der hat da auch einen Roboter reingemalt und so. Ich glaube, der hat einfach nur allen möglichen Bullshit aufgemalt. Ja. Und was uns verschwiegen wird, sind die 47 Seiten, wo er einfach nur eine Erdnuss gemalt hat oder so. Ja, nee, also, das glaube ich auch. Das ist sowieso diese Affen und der Schreibmaschine. Unendlich viele Affen an der Schreibmaschine. Phänomen. Er hat einfach so viel Müll gezeichnet. Ich habe wirklich das Gefühl, weil bei jedem Haushaltsgerät, das du in die Hand nimmst, kriegst du irgendwo die Info. Ja, das hat ja Leonardo da Vinci damals schon in seiner Thermomix. Thermomix hat er. Ja, der hat er den ersten Thermomix-Design, hat er leider nicht zum Laufen bekommen. Weil es keinen Strom gab, aber sonst war der schon da. Ja, ich habe am Samstag Verstehen Sie Spaß geguckt mit meiner Freundin. Das war Beileid. Das war genau das Gegenteil davon. Und da habe ich den Auftritt von Sascha Grammel auch sehr genossen. Weil das halt auch noch so ein irgendwie Social Distancing-Publikum war, warum auch immer. Hat Sascha Grammel jemanden geprankt, indem er so getan hat, als würde er seine eigene Stimme verwenden? Nee, er hat nur performt halt mit seinem Fisch. Das ist seine neue Figur, er hat jetzt einen Fisch. Und sein toller Trick war dann, dass er einen Meter weggegangen ist und der Fisch hat trotzdem den Mund bewegt. Crazy. Aber der ist halt komplett gebombt, weil halt auch irgendwie die Leute noch auseinander saßen und so. Und es wurden halt Lacher eingespielt. Das heißt, du hast halt Lacher aus der Konserve gehabt, aber die hat er nicht gehört. Das heißt, er hat so seine Bombing-Sprüche von wegen so, ja, Mensch, der lief aber schon mal besser oder so. Die haben sie nicht rausgeschnitten oder was? Es war live, ist ja live. Achso, die haben live. Haben die Lacher in der Halle? Oder in der Also es ist ja keine Halle, es ist irgendein Studio auf der Bavaria. Oder in dem es waren Studio? Jetzt nicht super viele Leute, also es wären auch unter normalen Umständen nicht viele Leute reingegangen. Aber meinst du, dass die Lacher im Studio eingespielt haben, sodass die Audience die auch hören konnte? Oder nur für, also ich quasi glaube, das Programm abgenommen und dann drauf gespielt? Also seiner Reaktion nachzuschließen, und ich glaube, das war bei Kristalls Auftritt am Anfang auch so. Das war das Line-Up. Und Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, Guido Kanzler hat moderiert. Geile Show. War es halt, also ich meine, die Leute sind ja Profis genug, dass sie nicht ihre Bombing-Safe-Gags verwenden, wenn sie hören, dass da Lacher eingespielt werden. Deswegen würde ich echt davon ausgehen, dass das nur irgendwo dann kurz vor der Ausstrahlung dann passiert ist, was auch ein geiler Job ist, irgendwie so immer mit so einem Soundboard dann abzuwarten, wo ich jetzt... Wahnsinnig dumme Idee. Wirklich eine wahnsinnig dumme Idee. Aber das hat mich doch auch mit ein bisschen, also natürlich mit sehr viel Fremdscham, aber auch mit ein bisschen Genugtuung erfüllt. Ja, auch das ist übrigens so ein Riesenproblem, dass diese ganzen Shows immer in diesen riesigen, in diesen großen Studios stattfinden müssen und es nie so eine, selbst wenn die voll sind, gibt es ja nie so ein Gefühl von Intimität bei Comedy im Fernsehen. Du kannst dich gerne mal alte Craig Ferguson-Folgen anschauen. Das mache ich. Das ist, was ich täglich mache. Das Studio ist echt nicht groß. Also ich würde schätzen, das Studio ist so ein Viertel von dem Late Night Berlin Studio. Das ist im Vergleich winzig und dadurch bekommt halt, das ist halt eine simple Physik in Stand-Up-Performances oder Performances vor Publikum, bekommt das eine ganz andere Intimität für die Leute, die da sind. Und Craig Ferguson ist der einzige Late-Night-Host oder einer der wenigen, der es richtig geschafft hat, immer mit der Crowd connected zu sein. Und je größer das Studio, desto unmöglicher wird es. Aber leider wollen halt alle immer diese, oh, wir machen das, das Studio ist größer, das Studio ist größer als das Bundesland Rheinland-Pfalz. Das ist das größte Studio, was hier je. Boah, das Studio ist so groß. Und dann guckt man sich das Ergebnis an und denkt sich, ja, es hätte aber auch ein Wohnzimmer gereicht, wirklich. Ja. Das fand ich bei MTV Home immer so geil, dass das so klein war. Stimmt, so, ja. Und dann war Zirkus Halligalli und es war so, wuff. Wir haben halb Berlin gemietet. Hauke hat Insider-Infos, der meint, dass ein Warm-Upper für das Einspielen der Lacher zuständig ist, der das allerdings live und mit Sound im Studio macht.
Ach so, ja, ich weiß schon, wie das Dann funktioniert. war das Also da vielleicht, werden ich wusste halt das die. nicht, aber dann war das vielleicht schlechtes Monitoring für die Comedians dann, dass die Leute im Publikum die eingespielten Lacher gehört haben, aber die Ach Comedians so, nicht. meinst du? Warst du bei der Aufzeichnung, Hauke? Frage zurück an den Chat. Ach, Hauke Also, hat die Knöpfe gedrückt. so wird das ja gewöhnlich, also natürlich wird das gewöhnlich so gemacht. Ich habe ja auch schon Warm-Upper für Fernsehshows gemacht. Du machst halt ein paar Jokes am Anfang, die bomben, weil kein Mensch dich sehen möchte. So ist meistens die Losung. Und dann sagst du halt dem Publikum, ja, gib mir mal einen Lacher, gib mir mal einen Stufe 1 Lacher, gib mir mal so einen Lacher, wenn ihr das Lustigste aller Zeiten gehört habt. Und dann, ha. Und dann werden die halt an Stellen, wo es wirklich gar nichts gab, werden die dann halt eingespielt während der Sendung. Es gibt ein paar Sendungen, die haben das zu einer Kunstform gemacht, wo man es fast nicht merkt. Und dann gibt es Sendungen, wo es so schlimm merkbar ist, dass es schon wieder funny an sich ist. Also, dass das schon wieder ein Teil von dem Gag ist. Aber siehst du, das wusste ich nicht. Also, das ist quasi, also es ist das Publikum, das da ist. Das wird aber aufgezeichnet und an anderen Stellen dann Genau. eingespielt. Das war bei Verstehen Ja, Sie Spaß klar. aber nicht so, weil dafür waren das zu wenig Leute. Also, das Lachen Dann ist es war. noch peinlicher. Das ist noch peinlicher. Das habe ich auch mal gesehen bei einem Stand-up-Clip von einer. Wie formuliere ich das jetzt? Es war ein uns beiden persönlich bekannter Comedian bei einer recht bekannten Comedy-Show, die auch im Fernsehen läuft. Und dann gab es den Clip, ich hatte den auf Instagram gesehen. Es war Corona-Abstandspublikum, alle hatten Masken auf. Es war komplett still während des gesamten, es waren so 3 Minuten. Es war wirklich komplette Totenstille bei jeder Punchline. Totenstille, Totenstille, Totenstille. Und dann zum Ende des Clips nochmal eine Punchline. Der Comedian steht da, ähnliche Reaktion wie bei den Punchlines, die gebombt haben zuvor. Und auf einmal ein gigantischer Lacher. Wirklich der Louis C.K. im Madison Square Garden Lacher. Oh Der auf je. magische Art und Weise auf einmal in diesem halbleeren Studio passiert ist. Was ist da wohl passiert? Ach Gott, ja. Oberfuchshuber schreibt Hauke dazu. Das muss man kennen. Der macht das. Oberfuchshuber? Ist scheinbar der Warm-Upper, der. Ist das ein Codewort dafür, dass wir den Stream abbrechen müssen? Wahrscheinlich, ja. Dass wir die Bunker müssen? Oberfuchshuber. Oberfuchshuber. Ich habe aber auch schon irgend so einen Namen in die Richtung gehört als. Da habe hier Reisebüro Oberfuchshuber. Ja, ich glaube auch, dass du in Süddeutschland ein paar Leute mit dem Namen haben wirst. Oh, der Oberfuchshuber. Der Oberfuchshuber, gut, Christian das hier nicht. Oberfuchshuber, tatsächlich. Ich kenne ihn leider nicht. Sorry. Aber ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, komm mal zu Warum Comedy? Warum Warm-up? Ja, das wäre aber, glaube ich, gar kein uninteressanter Gast, wenn der wirklich mehrere große Formate macht. Ja, aber Basti, wie geht's denn jetzt weiter, wenn Hauke uns schon rausspielt und wir jetzt bei einer Stunde sind? Hauke spielt uns raus. Hat er die Macht? Achso, mit Oberfuchshuber meinst du? Wie geht jetzt weiter? Zwischen uns beiden? Oder? Ja, auch. Also, wenn ich jetzt da wäre, würde ich natürlich noch deine Füße massieren. Mit deiner Einverständnis natürlich. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal du duschen tatsächlich. Das wäre jetzt Ich Schritt finde es auch schön, dass 1. du jetzt seit einer Stunde auch in deinem eigenen Mock hier Ah rumsitzen ja. musst. Gehe ich jetzt tatsächlich duschen und dann weiß ich nicht, was die Zukunft für mich bringt. Ist aber auch schön, dass du dir nicht so viel vorschreibst für die nächste Zeit, sondern dass du so in the moment bist, dass du nicht weißt, was nach dem Duschen sein wird. Ja, ich bin ab Mittwoch in Berlin, um da an der Sendung zu schreiben. Das so viel kann man sagen. Aber Ah, was nice. zwischen dem Duschen und da passiert, keine Das Ahnung. Das könnte alles passieren. bleibt ein Geheimnis. Ach ja, sehr schön. Ja, dann Grüße an Hans. Richtig aus. ja, ich würde sagen, dann wünsche ich dir eine gute Dusche. Ich werde an dich denken und mich dir unter der Dusche vorstellen. Creepy, sehr creepy. Ich Bäh, weiß. Ich dachte mir, wenn ich mich schon hier so mit so einem kalten Licht von unten beleuchte, dann bäh. kann ich auch sagen, dass ich mir dich gerne beim Duschen vorstelle. Und ansonsten sage ich dann vielen Dank, Basti. Vielen Dank alle, dass ihr dabei wart, dass ihr fleißig kommentiert habt. Sogar so viel, dass ich dass der Chat in unsere Bilder hineingewachsen ist, was auch noch nicht Ah, sehr passiert ist. gut. Und genau, die Folge gibt es wie immer in wenigen Minuten auch als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten geht es nächsten Montag wieder weiter. Bis dahin, hier ist nochmal das Intro. Danke, Basti. Ach so, gib mal ein F im Chat und subscribe und like. Michi, du musst ein bisschen mehr zum
Salesman werden. Ja. Pork Champ. Nee, das darf man nicht mehr verwenden. Macht mal ein paar Twitch-Sachen in den Chat. Used mal eure Emotes. Ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber gut. vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Warum kommen die Mauder? Ich glaube, das kitzeln wir heute raus. Auch wenn du gerade in der Bahn sitzt, dein Host wünscht sich von dir jetzt Applaus. Hier ist Michael. Ja, ihr habt es gehört, hier ist er. In dein Ohr, so wie sie es gehört. Macht Lärm für Mauder.